De Melectronics M-Tipp. Technik einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen in der Melectronics-Filiale Limmatplatz. Ich bin der Michel und ich stelle heute einen Beamer von Epson vor. Es handelt sich dabei um ein Gerät, das für Spielfilme wie auch für Sportereignisse und Videospiele geeignet ist. Die Installation ist sehr einfach. Es sind alle gängigen Anschlüsse wie VGA oder HDMI vorhanden. So lassen sich DVD-Player, Laptops oder Spielkonsolen ohne Probleme anschliessen. Das Gerät ist als Heimkinoprojektor konzipiert, um grossflächig brillante Farben zu projizieren. Dank Frame-Interpolation kommen schnelle Action-Szenen nicht ins Stocken, sondern verlaufen sehr flüssig. Außerdem ist der Beamer auch sehr gut geeignet, zum 3D-Film zu schauen. In einem abdunkelten Raum kommen die Farben besonders gut zur Geltung und es kommt so ein richtiges Kino-Feeling auf. Dank 2500 Lumen kann sich der Beamer aber auch in hellen Räumen behaupten. Um zum Beispiel ein Fußballspiel zu schauen, muss ein Raum also nicht zwingend abdunkelt werden. Wichtig dabei sind immer die Anzahl Lumen pro Quadratmeter. In dem gezeigten Beispiel haben wir eine Bilddiagonale von ca. 3,5 Meter, was etwa 500 Lumen pro Quadratmeter ergibt. Das wird mit einem Projektionsabstand von ca. 4 Meter erreicht. Wird der Projektionsabstand vergrößert, wird auch das Bild grösser, aber die Lichtintensität nimmt gleichzeitig ab. Um also die maximale Projektionsfläche von 300 Zoll zu erreichen, das sind etwa 7,5 Meter Diagonale, muss der Raum dunkel sein. Erwähnenswert bei diesem Produkt ist die Langlebigkeit. Der Hersteller verspricht eine Lebensdauer von 4.500 Stunden für die Lampe. Im Economy-Modus sind das sogar 7.500 Stunden. Wenn man jeden Tag einen Film von 105 Minuten schaut, wird die Lampe somit ganze 11 Jahre haben. Merci fürs Zuhören und viel Spass beim Geniessen von Film, Games und Fernsehübertragungen auf dem extrem gross projizierten Bild. Das Beste der Welt für mich. Melectronics.